Ist es selbst, wenn man eine Arie singt, schön, wenn es vorbei ist? Das ist nie schön, wenn es vorbei ist. Sondern der Nachteil bei einer Arie ist halt, dass es so schnell vorbei ist. Und das ist eigentlich schade. Ich würde gern mehr singen. Mich haben jetzt schon viele Leute gefragt, warum gibt es so wenig Wagner-Sänger? Ich weiß die Antwort selbst nicht. Ich meine, ich höre euch ja dauernd, aber ich weiß es nicht. Warum gibt es so wenig Wagner-Sänger? Kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ich verstehe es auch nicht ganz, weil die Musik ist ja wunderbar und saugt einen förmlich auf, als Sänger auch. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es nicht beantworten. Ich meine, es kommen ja viele, die stehen dann da einmal auf der Bühne, singen ein Parsifal, irgendwas noch und dann hört man nie wieder was von denen. Ist das wirklich die große Gefahr bei Wagner, dass man sich tot singt? Naja, die Gefahr ist dann da, wenn man es nicht richtig macht, glaube ich. Und da sind vielleicht bei Wagner größere Gefahren als bei anderen Komponisten und in anderen Stücken. Allein schon deshalb, weil die Stücke eben wahnsinnig lang sind. Wenn man eben über eine Zeitspanne von über 5 Stunden teilweise eine gewisse Frische und eine gewisse Spannung erhalten muss, das ist vielleicht nicht jedermanns Sache. Ist das vielleicht auch so, dass viele sagen, Wagner, da muss ich echt den Helden geben? Und wenn man dich hört, hört man ja fast auch Mozart. Ja? Also ist das vielleicht ein großer Fehler der letzten Jahre gewesen, dass man denkt, Wagner muss immer groß sein? Naja, Wagner ist ja groß, ne? Das denke ich schon auch. Nur das hat ja nichts mit Gewalt oder so zu tun. Und auch nichts mit Sprechgesang oder was so alles irgendwie da rumkursiert. Sondern Wagner hat ja eigentlich sehr, sehr schön in die Stimme hineingeschrieben, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Und wenn man den Notentext sich genau ansieht und die Pausen einhält, die er selber geschrieben hat, dann singt sich das eigentlich von alleine. Wo bist du denn, wenn du singst? Also wenn du auf der Bühne stehst, bist du dann wirklich auf der Bühne oder bist du mit dem Kopf ganz woanders? Also bist du physisch wirklich da, wo wir dich sehen? Ja, natürlich ist man physisch da, wo man gesehen wird, das ist ganz klar. Trotzdem, man ist physisch da, aber im Kopf ist man natürlich ganz woanders. Oh, in Musik? Ja, in Musik, in der Figur, in der Handlung, in dem Geschehnis, was gerade gefragt ist, dann in dem Ausdruck, der gefragt ist, manchmal auch in Seelenzuständen. Das sind eben Seelenzustände, die ganze Bandbreite umfassen bei Wagner. Das ist das Tolle daran. Die Jungs zeigen auf die Uhr. Wir müssen das mal in Ruhe machen, in irgendeinem Format, wo wir mal wirklich über Musik reden können. Ja, okay. Dank dir erstmal. Ich danke. Ja, herzlichen Glückwunsch, nochmal schöne Feier. Ciao. Danke.